So, hallo und herzlich willkommen heute nicht im Wald, aber trotzdem zum Adventskalender. Ich wollte ein bisschen was Historisches noch einfließen lassen und da schlechtes Wetter ist, sonst wären wir auch in den Wald gegangen, das hing jetzt einfach wirklich davon ab, wie die Wetterlage ist, haben wir uns entschieden, heute mal die Klosterruine Bad Herrenalb in den Fokus zu rücken. Die hat nämlich eine Besonderheit, die auch für Waldfreunde interessant sein könnte. Und zwar handelt es sich hierbei um die Kiefer auf der Mauer. Das ist eine Kiefer, die schon ziemlich alt ist. Genaues Alter muss ich leider nachlesen, habe ich jetzt gerade spontan nicht im Kopf. Steht hier auch nirgends, aber sie ist ein Naturdenkmal, also speziell geschützt und darf nicht entfernt werden, wenn es nicht irgendwelche unglaublich guten Gründe dafür gibt, das tatsächlich zu tun. Und ist dahingehend natürlich eine Besonderheit, weil wir hier sehen können, zu welchen Leistungen gerade speziell Kiefern tatsächlich in der Lage sein können, wenn man sie dann lässt. Denn diese Kiefer steht, wie man das hier auch schon schön erahnen kann, und ich blende euch auch noch ein paar bisschen Detaileinnahmen wirklich nur auf einem winzigen Stückchen Mauer. Gucken wir uns das auch noch mal von der anderen Seite schnell an. Und das ist also definitiv etwas, was wenige Baumarten in diesem Ausmaß beherrschen, wie eben die Kiefer dazu in der Lage ist. Kiefern sind extrem trockenheitsresistent und können sich dementsprechend auch enorm trockenen Wuchsbedingungen anpassen. Allerdings ein bisschen Wasser benötigt sie dann schon, und tatsächlich ist das bisschen, was ihr an Regenauffangfläche zur Verfügung steht, auch wirklich nur die Fläche der Mauer. Besagte Mauer ist hier aus dem örtlichen Buntsandstein, also das Material, aus dem man das komplette Kloster gebaut hat und aus dem natürlich auch die Geologie der Umgebung besteht. Man hat oft bei mittelalterlichen Bauten, und dieses Teil hier ist mit einer der ältesten Bestandteile des Klosters, nicht der allerälteste, aber war schon ziemlich lange dabei und ist, glaube ich, irgendwas um die 600 Jahre alt. Also auch die Mauer, auf der jetzt die Kiefer steht, 600-jähriges Gemäuer. Und man sieht hier, jetzt da direkt über mir, dass die Mauer schon eine gewisse Porosität aufweist und einem gewissen Verwitterungsprozess unterworfen ist. Und dieser Verwitterungsprozess ist auch der Grund, weshalb die Kiefer in der Lage ist, in dieser Mauer einen gewissen, minimalen, wirklich nur minimalen, aber immerhin einen halbwegs vorhandenen Wasserspeicher gefunden zu haben. Und nachdem die Kiefer da oben irgendwie gekeimt ist, wie sie da hochgekommen ist, entweder angesamt per Flug, Kiefernsamen sind durchaus flugfähig und sind in der Lage, durchaus kilometerweite Distanzen zurückzulegen, wenn die Flugbedingungen optimal sind und wenn sie hier irgendwo von den Hängen, da drüben Hang, kann man, glaube ich, erahnen, wenn sie von da irgendwo runtergesegelt ist, hier ins Tal runter, wir befinden uns hier ziemlich mittig im Tal, oder auch von der anderen Hangseite gekommen ist, dann kann man sich schon vorstellen, dass das einfach dahin geflogen ist. Denn Tiere, die Kiefernsamen irgendwie verschleppen, gibt es eher wenig, das wäre untypisch. Ne? Vielleicht ist auch ein Eichhörnchen, das einen Kiefernzapfen dabei hatte, sich da oben auf der Mauer hingesetzt hat und den da zerlegt hat und einen Samen übersehen hat, das wäre auch noch potenziell möglich. Ne? Aber eher unwahrscheinlich. Aber trotzdem ist jedenfalls der Zersetzungsprozess der Mauer ganz essentiell dafür, dass sich die Kiefer hier hat halten können. Und wie ich schon gesagt habe, bei der Keimung war schon klar, dass das ein trockener Standort sein wird, und der wird schon bei der Keimung eben auch entsprechend trocken gewesen sein. Und damit hatte die Kiefer jetzt ihr bisheriges Leben lang Zeit, sich auch eben an trockene Bedingungen anzupassen, und hat nie gelernt, wirklich mit viel Wasser klarzukommen. Stattdessen war Wassermangel schon immer normal, und sie hat ein entsprechend sehr, sehr langsames Wachstum, und das dünne Ding hier ist für sein Alter wirklich sehr, sehr, sehr dünn, eben durch dieses extrem langsame Wachstum, was da einfach notwendig war. So, die Kiefer ist stabilisiert. Sie hat, das sieht man dann auf dem Foto eventuell noch besser, aber ich gehe nochmal darüber, dann sieht man es auch nochmal schön. Sie hat eine Befestigung. Kann man hier jetzt hoffentlich vielleicht so halbwegs erkennen. Die dient nicht dazu, weil die Kiefer
Ja, jetzt bin ich wach. Also wenn das Ungläubige vertreiben soll, dann ist das durchaus nicht ganz ineffizient. Gut, wie dem auch sei jedenfalls, da ist sie nochmal und ist eben ein bisschen fixiert. Diese Fixierung ist nicht dafür da, dass die Kiefer irgendwie gestützt werden müsste, die steht schon von ganz alleine, aber die Fixierung soll dazu dienen, dass wenn sie mal fällt in einem Sturm und sollte da mal was sein, dass sie dann eben in eine definierte Richtung vermutlich gerissen wird und nicht hier ins Paradies, also dieses Gemäuer, in dem ich hier gerade stehe, nicht ins Paradies reinkracht und eventuell beim Paradies was beschädigt. Wir haben hier ein Doppelschutzgut sozusagen. Einerseits ist die Kiefer als solches, als Naturdenkmal selber geschützt. Oh, jetzt wird es langsam ein bisschen nass. Ich muss an der Kamera aufpassen. Ich gehe mal irgendwo hin, wo ich ein bisschen regengeschützt bin. Und andererseits ist das Paradies, also hier dieses Gemäuer, das ist natürlich auch entsprechend unter Denkmalschutz. Du hast 600, 700 Jährchen. Ich gucke das nochmal nach, ich schreibe es euch dann auch hin. Wie alt das Paradies genau ist, ist schon ein Alter, das schützenswert ist. Und so hat man halt eben den Kompromiss genommen, indem man einerseits die Kiefer zwar nicht stabilisieren möchte und sie so wachsen möchte, wie sie eben wächst, so wachsen lässt, wie sie eben wächst, und andererseits dann doch auch noch ein bisschen das Paradies geschützt hat, dass da die Kiefer nicht allzu großen Schaden anrichten würde sie eben hier reinkrachen. So, und damit sind wir beim Thema Klosterherrenalb. Tatsächlich ist das älteste Gemäuer, das noch einigermaßen intakt ist, auch schon das, worin ich hier gerade stehe, nämlich das eigentliche Paradies. Ein Paradies ist eine Vorkirche, wenn man so möchte, ein Vorraum zur Klosterkirche jeweils gewesen in der Romanik. Und dieses Paradies ist eben auch noch entsprechend. Halt, stopp, Herr Ben, an dieser Stelle noch ein paar kleine Anmerkungen. Also was wir hier jetzt sehen, auf dem Bild von außen, Kiefer ganz links oben in der Ecke, damit ihr einen Orientierungspunkt habt, da kann man schön erkennen die beiden Baustile vom Paradies. Typischerweise romanische Bauzeit, eher kleine Fenster, man hatte einfach noch nicht so das statische Wissen, um wirklich große, schicke Spitzbogenfenster, Betonung auf Spitzbogenfenster, bauen zu können. Und drum haben die Fenster alle einen Rundbogen. So ein Rundbogen, das haben die Römer ja auch häufig verwendet, ist super stabil. Wenn dann eben der Schlussstein da richtig drin sitzt, dann ist das eine statisch gesehen hoch stabile Angelegenheit. Jetzt bin ich natürlich kein Statiker, aber wenn man sich anguckt, welche Bauwerke der Römer, die mit dieser Rundbogenkonstruktion gebaut worden sind, heute noch stehen, ist das irre und faszinierend, wie ich finde, ne, als historisch Interessierter. So, und das eigentliche große Fenster dann im hohen Teil des Gebäudes, diese gotische, spätgotische Überprägung, also wo man das Paradies nochmal ein bisschen höher gebaut hat, um noch ein bisschen besser angeben zu können, das weist jetzt ein gotisches Fenster auf mit einem Spitzbogen. Ja, der ist jetzt nicht sehr spitz zulaufend, das sehen wir auch gleich im Video dann nochmal ein bisschen genauer, aber das ist eindeutig eben kein romanisches Fenster, sondern eben ein gotisches, auch mit diesen schicken Verzierungen innen drin, in Anführungszeichen, das hat man auch in der romanischen Zeit so eher wenig verbaut. Ja, also so viel weiß ich zumindest über Kirchenarchitektur. Aus mindestens der späten Romanik gebaut worden, also wirklich eine ziemlich alte, ziemlich frühe Kirche, die hier ursprünglich mal gestanden hat. Und Paradies deswegen, weil hier eben besonders viel Kunst eingesetzt wurde, hier sich besonders viel Mühe gemacht wurde mit Fenstern, mit Dekorationen, oft auch mit Wandmalereien, sodass dann eine gewisse Ehrfurcht noch vor dem Betreten des eigentlichen Gotteshauses bereits gegeben war, wenn man dann durch so ein Paradies durch musste. Also im Prinzip ist es ein Raum zum Angeben, zum Ehrfurcht aufbauen, damit die dann auch schon vorhanden ist, wenn die eigentliche Klosterkirche betreten
wird. So habe ich mir das zumindest mal erklären lassen. Die Klosterkirche selber existiert nicht mehr. Man hat 1700 Ungrad dann die heutige Kirche, die da jetzt steht, errichtet. Diese da. Die ist durchaus auch eine hübsche Kirche und alles und auch durchaus interessant und jetzt auch nicht gerade jung, aber im Vergleich zur Originalklosterkirche ist das halt nur die Ersatzlösung, nachdem man eben eine evangelische Gemeindekirche gebraucht hat, weil dieses Paradies, in dessen Tor ich mich jetzt gerade befinde, ging ursprünglich in die Originalklosterkirche über. Das heißt, da war jetzt nicht noch dieser Zwischenraum vorhanden, sondern man ist hier durch das Paradiestor in die Kathedrale eingetreten. Und das können wir uns jetzt schnell noch mal kurz angucken am Grundriss. Die haben hier einen wunderbaren, ich vermute mal Bronze-Grundriss hingestellt. Und das da, das ist das Paradies. Hinten dran kam die Klosterkirche. In diesem Fall ist es die barocke Rekonstruktion. Also das Original war noch mal älter. Da gab es nur das Paradies, nur die Kirche, noch ohne einen vernünftigen Turm, sondern nur mit einem Dachreiter. Einen Turm zu haben, war damals für Zisterzienser. Es handelt sich um ein ehemaliges Zisterzienserkloster. Böses Wort. Zisterzienser. So. Und die hatten grundsätzlich keine großen Türme auf ihren Kirchen, sondern meistens wirklich nur einen ganz kleinen sogenannten Dachreiter, also so ein kleines Dingelchen, was auf dem Turm, auf dem Dach noch aufsitzt, aus Bescheidenheitsgründen. Ja, ein Turm zum Angeben wäre dem bescheidenen Klosterleben nicht gerecht geworden. Ja, und wenn wir jetzt quasi hier entlang laufen, dann laufen wir da laufen wir dann im Kreuzgang rum, der ging dann hier rum, davon ist nicht viel übrig. Übrig ist lediglich ein kleiner Klostergarten, beziehungsweise den hat man rekonstruiert. Und es gibt noch ein paar historische Mauern, so wie diese da. Aber tatsächlich ist vom eigentlichen Kloster außer dem Paradies nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Ja, den Rest inklusive den Klostergarten und noch ein paar architektonische Details von dem, was es mal gegeben hat, machen wir per Voice-Over. Aufgrund des miesen Wetters will ich meiner Kamera nicht noch mehr Regentropfen zumuten, als sie jetzt schon abbekommen hat. Ja, zu Bad Herrenhalb selber vielleicht noch ein paar Takte. Das ist ein Kurort, da kann man also entsprechend sich mit Heilwasser beheilen lassen und ähnliche Dinge. Ist als Ortschaft selber, auch ziemlich touristisch geprägt, gibt viele Hotels, aber hat einen schönen Kurpark und sicherlich zum Erholen ganz gut geeignet. Oft ist es so, dass Ortschaften, die ein Kloster haben, nicht zuerst eine Ortschaft waren, die dann später ein Kloster bekommen hat, sondern gerade bei Zisterzienserklostern wurde das Kloster mitten ins Nirgendwo gegründet. Also hier wird zuerst das Kloster gewesen sein und das klosterliche Leben hat dann entsprechend eine Ortschaft nach sich gezogen. Das ist eigentlich fast immer so und besonders bei den Zisterziensern ist bekannt, dass die weg vom weltlichen Leben eigentlich wollten, mit ihrem Kloster und als Gemeinschaft von Brüdern eben völlig ab vom Schuss leben wollten. Aber halt leider durch die Wirtschaftskraft, die so ein Kloster dann gehabt hat, durch das Geld, das so ein Kloster gehabt hat und durch die Ländereien, Bad Herrenalb war durchaus zwischendurch mal recht wohlhabend, hat sich es dann ergeben, dass dann immer auch ein Dorf und später dann auch jetzt in diesem Fall eine Stadt hinterhergekommen ist. Kloster waren dahingehend, um jetzt auch einen gewissen Waldbezug wiederherzustellen, also immer Vorreiter der Rodung der Landschaft und im Hochmittelalter, und das Kloster ist so ganz grob um 1000 rum gegründet, bisschen später, also kurz vor 1100, das ist ganz typisch und auch die wesentliche Zeit, in der eben der Schwarzwald, auch die letzten Täler dann noch besiedelt worden sind und später dann auch die Hochlagen, dass man dann also in den höher gelegenen Bereichen des Schwarzwaldes auch noch einzelne Siedlungen, ebenfalls oft mit Kloster, beziehungsweise erst das Kloster, dann die Siedlung später dann noch gegründet hat. Ja, also das ist ein interessantes Phänomen, da die Mönche versucht haben, der Zivilisation, die ihnen damals auf den Keks gegangen ist, zu entkommen und gleichzeitig damit dafür gesorgt haben, dass die Zivilisation in die noch unerschlossenen Wildnisgebiete Deutschlands vorgedrungen ist. Ja, unbeabsichtigt, aber ja, so läuft das halt nun mal ab.
Sämtliche Abbildungen, die ich hier abfotografiert habe, kann man am Kloster so nachgucken. Das sollte dann eigentlich vom Urheberrecht her kein Problem sein, weil sie öffentlich zugänglich sind und ich da jetzt nichts veröffentliche, was vorher irgendwie geheim gewesen wäre oder ähnliches, ne? Nummer 2, unten rechts in der Ecke, das ist das Paradies und auch tatsächlich noch das Gemäuer, was eben noch vorhanden ist. Wie wir bei der 2 auch schön sehen können, ist die vordere, also ja, von uns aus gesehen ist nördliche Wand des Paradieses eben nur noch rekonstruiertes Mauerwerk und kein Originalmauerwerk mehr. Und weiterhin sehen wir, also das dunkelrote Mauerwerk, das ist hier was Bestand, dass wir noch den Chor der Kirche, der jetzt stehenden Kirche, der ist in die neue Kirche entsprechend integriert worden und auch der Bereich 5, das ist dann hier dieses kleine Vorräumchen sozusagen der Kirche, das ist auch noch Originalmauerwerk. Ja, und das ist es im Prinzip aber auch, was an Originalmauerwerk, mal abgesehen von wirklich ganz niedrigen Mauern, die nicht weiter spektakulär sind, noch zu finden sind. Der Rest vom Kloster wurde nach und nach abgetragen, weil man die Steine besser hat woanders brauchen können. Ganz oft ein Schicksal mittelalterlicher Gebäude. Man hat sie einfach als nahegelegenen Steinbruch genutzt, wo man schon fertig behauene Steine einfach bekommen konnte. Schön gemacht, finde ich, durch diese Säulen hier den Kapitelsaal anzudeuten. Der Kapitelsaal, das war vielleicht einer der wichtigsten und sicherlich für das klösterliche Leben einer der spannendsten Räume für die Mönche. Da sind sie täglich zusammengekommen im Kapitel, um erstens aus der Bibel vorzulesen und dann aber auch die Möglichkeit zu haben, zu diskutieren, die Bibelstelle zu deuten und ja, was auch immer da sonst noch so stattgefunden hat. Auch Wahlen fanden da statt, wenn irgendwelche klösterlichen Ämter vergeben werden mussten. Da hat man dann eben also auch entsprechend wirklich mal miteinander reden können und diskutieren können und in der Klosterhierarchie sich hervortun können, indem man besonders kluge Dinge im Kapitel zum Klosterleben so beiträgt. Ich glaube, das dürfte für viele ein bisschen ambitioniertere Brüder durchaus immer spannend gewesen sein, wenn ein Kapitel gewesen ist. Ich habe da auch entsprechende Schriften gefunden, dass sich da einige Mönche durchaus sehr drauf gefreut haben und andere waren das eigentlich eher wieder zuwider. Es gab ja durchaus auch Leute, die in diesem abgeschiedenen Klosterleben wirklich ihre Erfüllung gefunden haben und ihre Ruhe dann auch haben wollten und die tatsächlich super zufrieden waren mit Beten und Arbeiten. Hier nochmal ein Blick auf die andere Seite der neuen Kirche, ne? Man kann schön rechts das Paradies nochmal sehen, dann wird einem eben klar, dass da einfach ein Stück Kirche fehlt. Die Originalklosterkirche hatte dasselbe links gesehen, jetzt von uns aus, Ende, wie diese neuere Rekonstruktion, beziehungsweise war einfach eine Gemeindekirche, was man die dann gebaut hat, man hat halt einfach eine Kirche gebraucht für Herrenalb. Und ja, die ist dann etwas kürzer ausgefallen, als damals beim sehr reichen Kloster der Fall gewesen ist. Aber worum es mir eigentlich geht, sind die Säulen links im Bild, die den Chor tragen. Diese Säulen selber dürften nämlich zum Teil eben noch aus Originalmauerwerk bestehen. Das hat man natürlich ein bisschen gepflegt und gehegt im Laufe der Zeit und da auch ein bisschen was rekonstruiert. Aber man kann an der Farbe so leicht erkennen, was halt wirklich noch alte Steine sind und was eher neuere Steine, ja, die man dann ersetzt hat. Ne? Also das ist auch noch altes Mauerwerk. Ja, für Freunde historischer Gartenpflanzen bietet sich dann der rekonstruierte Klostergarten an, wobei rekonstruiert natürlich ein bisschen weit gegriffen ist, das ist selbstverständlich, hat der nie so ausgesehen, der Originalklostergarten. Typischerweise befindet sich dieser in der Mitte vom Kreuzgang, also im nicht überdachten Bereich des Kreuzgangs. Meistens hatte man erstens einen kleinen Kräutergarten, zweitens noch ein bisschen Rasenfläche und Platz für die Mönche eben einfach zum Darumschreiten und was sie dann halt dabei getan haben, vermutlich gebetet, siniert oder sonst was. Der Garten ist super toll gemacht, weil es zu den jeweiligen Pflanzen durchaus auch dort sehr informative Schildchen gibt, so wie dieses hier so als Beispiel zum Rosmarin, jeweils eben mit der Heilwirkung und der Anwendung der jeweiligen Pflanzen.
Es fehlen einige berühmte Vertreter, die man insbesondere in Frauenklöstern gefunden hat, wie zum Beispiel der Sadebaum, der als ausgestorben gilt und galt und erst wiedergefunden wurde in den Klostergärten von Frauenklöstern, da er ja quasi das Abtreibungsmittel des Mittelalters gewesen ist. Das war dann in Frauenklöstern wohl durchaus ein interessantes Produkt, was die Nonnen den Pilgerinnen, die da zu Besuch gekommen sind, aus besonderen Anlässen angeboten haben. Vielleicht haben sie es hier und da auch mal selber gebraucht, aber ich glaube, die meisten, die das in Anspruch genommen haben, werden dann doch Besucherinnen gewesen sein. Ja, und dann wäre noch hervorzuheben im Kräutergarten, wie hervorragend man die Giftpflanzen gekennzeichnet hat. Das ist ganz oft in Kräutergärten, die ich bisher auf der Welt so gesehen habe, so dass dann wohl irgendwo im Kleingedruckten drin steht, dass diese Pflanze hier giftig ist. Aber da finde ich es wirklich toll, dass man das hier so eindeutig gekennzeichnet hat, denn es handelt sich bei dem, was in diesem Käfig sozusagen drin wachsen würde, wenn gerade nicht Winter wäre. Und vielleicht ist sie auch eingegangen, ich weiß es nicht, aber zu erwarten wäre da der blaue Eisenhut. Das ist die giftigste Pflanze Europas und 200 ab 200 Milligramm von dem Zeug treten bereits, Pflanzenmasse, treten bereits Vergiftungserscheinungen auf. 200 Milligramm ist also quasi ein winziges Stück Blatt. Wirklich winzig. Geringste Mengen sind also schon durchaus ein Thema. Warum hat man das Ding dann bitte schön im Kloster angepflanzt? Naja, historisch betrachtet wurde es. Hoffe mal sehr, dass das in Herrenalb so nicht stattgefunden hat und man kann es auch bestimmt nicht nachweisen, aber es wurde ganz gerne als Mordgift verwendet. Für diverse Attentäter war das sehr interessant und fand auch bei den Kelten zum Beispiel Verwendung als Pfeilgift, auch für die Jagd, also auch als Tiergift. Vermutlich, wie sie dann hinterher das Tier dann haben trotzdem essen können, das ja, ist jetzt die große Frage. Aber die Römer haben das jedenfalls vermutet und da haben wir entsprechende Aufzeichnungen der Römer, dass das die Kelten eben auch als Pfeilgift für die Jagd eingesetzt hätten. Im Kloster könnte es dann noch interessant gewesen sein, eben als Heilpflanze, denn die ersten Anzeichen der Giftwirkung bekommt man dann, wenn man sich Pflanzenmaterial, insbesondere frisch angeschnittenes Pflanzenmaterial, auf die Haut legt oder die Haut damit einreibt. Und dann findet einfach ein Prickeln und ein durchblutungsfördernde Entzündungsreaktion letztendlich statt. Das kann, je nachdem, was für ein Gebrechen jemand hat, dann kurzzeitig sicherlich mal ganz angenehm und eventuell lindernd wirken oder zumindest so interpretiert werden. Allerdings lässt man zu viel von dem Gift auf der Haut, dann beginnt diese auch sehr schnell weniger angenehme Gefühle zu erzeugen. Auf gut Deutsch dann brennt's und die Entzündungsreaktion wird halt zu einer etwas heftigeren. Das dürfte aber auch so ziemlich die einzige wirklich noch als positiv zu erwähnende Wirkung gewesen sein, die man auch nach damaligem Stand des Arzneiwissens mit dem blauen Eisenhut erreichen hat können. Das Zeug ist wirklich unglaublich giftig. 2 Gramm Wurzel töten einen Erwachsenen, also auch jemanden meines Körpergewichts. Ich dürfte auch mit etwa 2 Gramm frischer Wurzel, und das ist nun wirklich nicht viel, das ist ja feuchte Pflanzenmasse, die wiegt schon relativ schnell recht viel, dürfte ich bereits das Zeitliche segnen. Übrigens innerhalb von 30 bis 45 Minuten. Und woran stirbt man dann? An der Lähmung sämtlicher Muskulatur, ergo auch Lunge und Herz. Und das ist halt nun mal nicht besonders gesund. Vielleicht noch 2 plus minus lustige Anekdoten zum Eisenhut, wenn wir ihn hier schon haben. Im Mittelalter ist kaum was überliefert, welche Heilwirkung der eigentlich gehabt haben soll. Die mittelalterlichen Autoren gab es lediglich 2 davon, die überhaupt irgendwas zum Eisenhut bzw. zu der Pflanze, die wir heute vermuten, die sie damals gemeint haben. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil die Namen ja im Laufe der Zeit gewechselt haben für die einzelnen Pflanzen.
Jedenfalls zwei entsprechende Ärzte. Das war einmal Avicenna, der Arzt aller Ärzte. Der war durchaus wichtig und für die damalige Zeit und sicherlich auch einer der erfolgreicheren Mediziner. Und dann einmal noch Konrad von Megenberg, der eben aber auch nur Avicenna zitiert hat. Und Avicenna hat jedenfalls den Eisenhut als hilfreich gegen Hauterkrankungen wahrgenommen. Das deckt sich dann auch eben mit der Wirkung, die er tatsächlich bei Kontakt mit der Haut er bringt eben diese Entzündungs-Wärmungs-Prickel-Reaktion in Anführungszeichen und ja, hatte einen Trank da aus dieser Pflanze als nützlich gegen Hauterkrankungen eben entsprechend angesehen, ebenfalls eine Salbe da draus. Allerdings mehr als eine halbe Drachme, das ist eine kleine Gewichtseinheit der damaligen Zeit, hat er auch eingesehen, dass das dann tödlich sei und man das Zeug eben entsprechend vorsichtig verwenden müsse. Aus heutiger Sicht ist eine halbe Drachme sicherlich tödlich, ja, wahrscheinlich drei oder viermal tödlich, irgendwie so in diesem Bereich. Also ich weiß nicht, ob er damit Leute umgebracht hat oder andere Ärzte damit Leute umgebracht haben, aber ja, wenn man diese Empfehlung folgt, dann mit Sicherheit. Übrigens gab es noch ein Gegengift und zwar die Maus, die an der Wurzel des Eisenhuts nagt. Aufgrund dessen, dass die Maus eben der Feind des Eisenhuts ist, soll sie dann als Gegengift Verwendung finden. Das war also das damalige medizinische Wissen dieser Zeit. Erschreckenderweise gibt es ja heutzutage wieder Idioten, die an so einen Quatsch inzwischen wieder glauben. Also jetzt vielleicht nicht zwingend daran, aber an ähnlichem Blödsinn. So, und die andere lustige Anekdote, lustig in Anführungszeichen, der italienische Arzt und Botaniker Pietro Andrea Mattioli oder so ähnlich, der hat zu Tode verurteilten Eisenhut verabreicht, um sie quasi umzubringen. Das ist keine besonders schöne Art und Weise, um vom Leben zu Tode überführt zu werden. Ganz bestimmt nicht. Aber die Idee war, dass er ihnen zeitgleich mit dem Eisenhut auch noch ein Gegengift, was es garantiert zur damaligen Zeit nicht gegeben hat, verabreicht hat. Und wenn sie das also überlebt haben, den blauen Eisenhut in Kombi mit dem Gegengift, dann wurden sie freigesprochen und durften gehen. Erinnert so ein bisschen an die Hexenprozesse, so nach dem Motto, wer es überlebt, ertränkt zu werden, der ist ganz sicher eine Hexe und landet auf dem Scheiterhaufen. Und wer nicht ertränkt worden, wer beim Ertränken erfolgreich gestorben ist, war dann halt keine Hexe. Ups, sorry. So in dem Stil. Wobei ich gar nicht sicher bin, ob diese Wasserprobe überhaupt historisch korrekt ist. Vielleicht weiß das jemand und schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten kommen wir jetzt zurück zum Live-Ben. Der hat noch drei Worte. So, und das wäre es dann auch schon wieder gewesen. Ich hoffe, das war jetzt trotzdem auch mal ein bisschen interessant. Es war vor allen Dingen hoffentlich ein bisschen was anderes. Es gibt zu Herrenalb auch noch das Kloster Frauenalb. Und möglicherweise könnte man das eventuell auch noch irgendwo im Adventskalender finden. Macht's gut. Bis morgen.